So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Project Zombold, nämlich der Nummer 93. Ich bin immer noch beim Wäschewaschen. Es wäscht auch noch fleißig. Ja, gut, das macht. Da brauche ich mich gerade mal nicht kümmern. Aber ich habe auch Hunger, wie Sau. Ja, wie Sau auch nicht. Nur ein wenig. Heißt, wir kochen jetzt erstmal was Feines. Danach kümmere ich mich um den Rest, der dann am LKW an Krempel drin ist. Letzte Folge war ein bisschen akklimatisieren. Es ist immer noch ein bisschen akklimatisieren. Ich hoffe, ich krieg's heute hin. Und dann sehen wir mal weiter. Das Ding einschalten hier. Wie lange braucht das? 20 Minuten, okay. Ich sehe es dann gleich, wenn mein Skill steigt. Saatgut. Nägel, Bretter. Ich noch mal hier ein bisschen sauber machen. Überhaupt ist das ja eine komische Basis hier. Ich werde jetzt mal ganz kurz noch das Zeug hier wieder reinschmeißen. So. Die Regenwürmer kommen auch wieder zurück in ihr Nest. Ich weiß nicht, ob das mehr wären, wenn man hier welche reintut, aber ich hoffe es. Vielleicht muss ich auch wieder mehr Zeug da reinmachen, was einfach verrotten kann. Das können wir eigentlich mal machen, ne? Wenn ich jetzt sage, ich nehme einfach alle Kohlköpfe vom Feld. Weil ich das Feld sowieso neu machen will. So. Frisch gekocht Vogelfleisch. Was schaut? So, jetzt könnten wir jetzt... weiter. Wir braten uns was, würde ich sagen, oder? Ah, dann wird das wieder so ein Kalorienfest. Will ich eigentlich auch nicht. Was habe ich sonst immer gemacht? Einen Salat, ne? Ich glaube, ein Salat ist immer noch eine gute Idee. Weil, dann gucken wir mal, wie es denn steht im Gewicht. Ja, der ist eh ein bisschen zu fett. Also, Salat. Salat wird es. Öl kochen. Nach einem normalen Salat. Genau da. Wenn ich den hier mit Wild und Vogelfleisch und was weiß ich nicht mache, dann wird er sowieso wieder sehr kalorienhaltig. Ups, ich wollte eigentlich das Brot klicken. So. Mehr braucht das gar nicht. Das sind so unhappy. So. Der ist aus, ne? Ja. Die Waschmaschine dürfte auch fertig sein. Muss wieder aufpassen eigentlich, wenn ich hier barfuß rumrenne. Wenn ich irgendwo wieder die Füße kaputt mache. Genau. Warum ich einen Waschetrockner wollte, einen Waschtrockner, tatsächlich, weil ich den umschalten kann. Ne? Man kann jetzt hier Trockner, zack. Sieht dann immer noch genauso aus, aber hier oben steht jetzt Trockner und dann kann ich einschalten und dann ist das Zeug direkt trocken, wenn es fertig ist. Hoffe ich zumindest. Mal ganz kurz gucken, Nässe. Wie steht's? Da, 85%, 84%. Ja, das dauert jetzt wieder einen kleinen Moment. Spielt das jetzt eigentlich eine Rolle, wenn ich eh da mit dem Regen rumrenne? Naja, wir machen es einfach mal. Zum Fun. Vogelfleisch und Kartoffeln, dass ich in der Küche lassen können. Da war Ludo wieder ein bisschen doof. Egal. Die Batterie packe ich mal hier rein. Ja. Schon wieder dreckige Füße. Vom Rumrennen ohne Kleidung. Ach, das ist frisches Brot drin. Guck mal. So, man dürfte fertig sein. Ja, guck, jetzt habe ich mir schon den Fuß verletzt. Ach man. Jetzt sehen wir mal an.
Glück blutet er nicht so schnell aus. Dann kann er safe. Es geht ja wieder ein bisschen steigen. Gekratzt, blutend. Ja, mach die Stärke wieder, ist egal. Dafür habe ich sie. Das hier oben reinregnet, hier fällt mir noch nicht. Sieht's aus, nass. Oh, immer noch 55%. Na gut. Und dann halt weiter nackig rumrennen. Solange wie keine Zombies kommen, ist das ja auch ziemlich egal. So, egal wie. Bäh. Wir packen zu viel Klapperautos. Okay, machen wir mal die Munition als nächstes, wenn die mich hier schon so anleuchtet. Noch mehr Munition irgendwo. Ja, die Dinger kann ich auch direkt mitnehmen. Alter, so viel Zeug. Ich soll sie nicht alles tragen, okay. Scheinbar ist das Benzin im Generator aus. Das ist doof. Ja, irgendwo welches. Oh Gott. Das war hier irgendwo, oder? Nee, die sind alle leer. Nehmen wir mal eins. Achso, das gibt wieder nicht. Alles nicht so einfach hier. Ist natürlich der Wäschetrockner ein bisschen dran schuld mit, ne? Ich lebe ja auf sehr großem Fuß, was meinen energetischen Fußabdruck angeht, indem ich da einfach sage, wir kochen mit Strom und wir machen hier mit Strom die Wäsche und sowas. Das ist im Prinzip ja gar nicht nötig und sehr dekadent, weil dass ja im Endeffekt alles mit dem Benzin hier funktioniert. Aber da wir ja an der Tankstelle sind und im Singleplayer, werden wir das wahrscheinlich nie leer kriegen. Und wenn doch, ja, dann müssen wir halt zur nächsten Tankstelle oder holen uns einen Tankwagen. Also ich sehe das noch nicht. Selbst wenn wir ja Strom verbrauchen wie die Sau, wird das nicht leer werden. Bin mir ganz sicher. Irgendwo ab 10.000 Folgen oder so, aber ich glaube nicht, dass wir es so weit machen. So. Wie ist der Generatorzustand sonst? Ja, super. So. Einschalten. Zack. Wie sieht's hier aus? Ist's trocken? Ja, sehr gut. Anziehen. 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 Und die kommt wieder hier irgendwo hin. Deine. Ja. Sehr schön. Das ist okay, also das mache ich sonst gar nicht so umständlich mit dem Waschen und so. Meistens wasche ich das alles am Boden und dann trockne das an der Luft. Ist gar nicht, ja, könnte sein, dass ich mich hier erkälte, wenn ich das so mache wie jetzt gerade, aber das sehen wir dann auch. So, das kommt alles wieder zurück. Aus Platzgründen. Und, achso, ich wollte die Munition wegbringen, ja. Der trocknet sowieso gleich wieder. Und wenn er sich erkältet, ja, dann machen wir uns eine schöne warme Suppe. Gut, 10G Shotgun haben wir nicht. Haben wir nicht. Die hatte ich, glaube ich, gesehen. Ja. So. Lava Shades sind nicht da. ACP sind bestimmt da, ja. Meter hatte ich wenigstens die, genau. Ach, immer auch. Ach, Scheiße. Ich hab viel zu viel. Hier drin. Oh, 308.
Zunder und Schrot. Dann haben wir noch irgendwie 44 Macken. Sicher nicht. Tatsächlich. BB-Gun. Ich werde mal die Armbrustbolzen mit der BB-Gun zusammentun, weil ich denke, es gibt nur eine Art Armbrust. Und es gibt definitiv nur ein Luftgewehr. Dann können die sich den Tisch teilen, das geht schon. So. Jetzt kommt da rein. Ja, ist das Zeug drin. Das muss man schon ziehen. Halt, bist du. Und jetzt wird's interessant, weil ich jetzt gleich nicht mehr weiß, wohin ich den Krempel. ACP, haben wir hier noch. Spezialpatronen. Hatte ich aber auch einen Tisch für, bin mir sicher. Das sind die. Irgendwelche Goffrauts, ja, die sind ja auch drin. Die Magpoints sind da drin. Die sind da drin. Ja. Naja, ich habe die Waffenkammer nicht ohne Grundgröße gebaut, ne? Und die BMG-Bounds sind da auch noch drin. Eieieiei. Passt doch alles schon wieder nicht mehr. Ich hab ja wieder voll. Ja, siehst du? Scheiße. Da. Raus damit. Ja. 50 sind es. Okay. Spezialpatronen kommt woanders rein, aber die kommen hier rein, ne? Ja genau, das sind die. So, das müsste das sein, ne? Das hier? Das ist leer. Machen wir den BMG-Kram rein. So. Die Stromgewehre. Ist dann wahrscheinlich das da, ne? Ja. Okay. Und das noch dort rein. So, dann lassen wir die Munition abgehackt. Mittelparts machen wir einfach hier wieder davor. Was ist ein Wetter hier? Bin ich eigentlich pluviophil? Also eigentlich müsste dem das ja Freude machen, im Regen rumzustehen, ne? Mal gucken. Irgendwo sind hier so ein paar Regentropfen. Ah, wenn nicht, ist wohl nicht schlimm. War da bestimmt. Ihr seht das eher als ich. Ich bin gerade ein bisschen fräsig. Ich würde sagen, ich mache mal mit der Kleidung weiter. Oh Gott, das ist noch so viel mehr. Nein, da. So. Und dann macht er das wieder nicht. Halt. Das ist irgendwo zwischen zwei Frames, aber der macht halt mehr. Komm, jetzt aber. Die Dinger hatten auch irgendwo eine Tasche. Ja. Oh Gott, hier sind noch Schrotpatronen übrig. Da warten. Wieder auf der hier raus. Ja. Bombe noch raus, interessant ist. Das ganze Essen. Uiuiuiui. Schaufensterpuppe, guck mal. Ja, die nehmen wir auch mal mit. Kann man direkt oben aufstellen. Ich will mir noch ein bisschen Überblick verschaffen, ja. Na. Autoteile, Waffen sind mal ein Haufen da. Naja, gut. Kriegen wir hin. Das schaffen wir die Folge. Und wenn schon wieder 15 Minuten rum sind, schnell sie mal geht. Ich habe auch überlegt, ich habe eine Menge Long Dark gespielt im Urlaub. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das schneiden und machen werde. Ob ich da auch eine Folge abmoderiere oder einfach nur mal gucke, an welcher Stelle der Schnitt passt. Aber ich finde auch, dass das reißt immer so raus und gerade bei Long Dark ist die Immersion immer sehr, sehr schön. Wenn ich den jetzt anhalte oder beziehungsweise mir jedes Mal einen Unterschlupf suche, um einen Tschüss zu sagen, dann ist jetzt so, naja, bei dem Spiel noch schwieriger als hier.
Aber das sehen wir dann. So, jetzt sind wir erstmal hier. So, Shirt. Sehen auch T-Shirts dazu, ich würde schon sagen, ne? Was zum Beispiel? Socken. Interessanten Shirts. Und Carrier. Hoodie. Hoodie, Jacke. Jacken waren hier die Ecke, ne? Genau. Was ist das? Das? Nee, das ist ein T-Shirt. Das ist auch ein T-Shirt. T-Shirt, Jacke. Das passt ja, aber das sind ja gut. Hoodie ist im Prinzip keine Jacke. Okay, das sind die Schuhe, da habe ich gerade nichts. Hier sind Mützen, da habe ich gerade auch nur, gibt hier der vielleicht besser muss. Das sind Shorts und Socken kommen definitiv hier in den Schrank. Ja, Hose. Ist das eine Hose oder ist das eine Unterhose? Unterhose. Geht mit Fuß rein. Da auch noch, okay. Packen. Oh mein Mann, Junge, will ich stellen. Weiß aber noch nicht, was ich den anziehen werde. Vielleicht so ein Jeansuit oder sowas. Ich werde ganz lustig. Okay. So lustig. Aber wie, warum? Warum steht der anders, wenn man das so macht? Schräg. Gut, ja. T-Shirts irgendwo. Ja. Neutralen. Hier rein. Büroanzug. Achso, hier sind die Overalls drin, ja. Dann, wo sind denn die Pullover? Hier? Ist das quasi das? Wir müssen ja hier. Ah ja, genau. Na gut, dann kommt das hier rein. So. Und das Ding da, was ist denn das? Das ist, Weltcarrier. Eigentlich ist das eine kugelsichere Weste, oder? Ja, kommt hier rein. Ist schon. Jetzt brauchen wir nochmal nach dem Gilzeug. Hier das nehmen. Viele Hose oder sowas. Bricht ganz so aus? Ich hoffe doch. Ich hoffe, ich bleibe nicht hier nicht. Das mit und Video oder so. Egal. Schaufensterpuppe, das Zeug, also wie das aussieht. Ist ganz witzig. Müssen wir eigentlich auch noch waschen, aber ist egal. So, weiter geht's. Dann soll ich da am Fort hängen. Ach Gott, das ist immer noch so viel. Nochmal ins Disszeug. Und vielleicht noch die Elektronik. Ja. Und weil wir die Elektronik machen, können wir eigentlich das erste Hilfezeug auch direkt mitnehmen. Kommen wir heute in die Waffenkammer, würde ich sagen. Sehen wir dann.
Ist ein Regenwürmer drin. Da müssen auch noch Kakerlaken und sowas drin sein, ne? Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwie einen ganzen Müllcontainer gelootet habe. Was? Das? So, hier den elektronischen Kram rein. Vitamine, was? Ja, wir hatten eine Apotheke geradet, ne? Das erklärt das natürlich. Gut, dann haben wir. Machen wir mal mit dem Kaffee und Küchenzeug weiter. Ist irgendwo alles Küche, ja. Hier zur Kakerlake ist das Küche. Also nach der Kakerlake kommt noch Küchenzeug. Wir können jetzt auch eine Kakerlake kochen. Das muss aber nicht sein. Guck mal, ich habe auch Vorhänge gelootet. War ich mal zu knapp. So, ja, das ist dann wieder Waffenkammerzeug. Erstmal die Küche. Der schon wieder Hunger hat. Der Gierschlund. Ja, alles schon. Ah ne, nicht alles. Ich wollte gerade sagen, alles hat hier schon einen Vorhang, aber das stimmt so nicht. Ziehen wir mal weg, ne? Zack. Was mache ich dann? Hier kommen wir auch weiter hin. Gut. Ja, ich koche mal direkt das ungekochte Schweinekotelett, was ich garantiert aus einem, nicht aus einer Leiche gezogen hat. Ja, garantiert nicht. Das ist von einem Tier und nicht von einem Menschen. Bevor ich was schlecht werden kann. Ja, das da. Eigentlich alles, was frisch heißt, ne? Oh, leckerer Kram dabei. Oh. Bohnen. Da kommt auch das Mehl und das Müsli, ne? Ja, der Reis auf jeden Fall, die Pasta. Knackis können da rein. Wie auch drin. Will ich nicht. Will ich nicht. Hoffen wir, Player und Kripper hier rein werden. Jetzt hören. Der Dosenkram war hier hinten, aber das war voll. Ja, fällt er nicht. Uff. Ist Dosennahrung recht schwer. Wird aber dafür nicht schlecht. Also, ich frage mich, wie viele 100 Jahre wir hier noch überleben könnten, wenn wir das drauf anlegen würden. Ich glaube, ich sollte mir direkt noch eine Vorratskammer anlegen, wenn es so weitergeht. Einfach nur für Dosen. Ja, guck mal, bin ich jetzt fertig. So.
Kühlschrank. Ja, ausgewogen. Ey, die Erdnüsse drin, bei dem salzigen Kram. Krähencracker drin. Auch wenn ich gerade überhaupt nicht weiß, was das ist. Hilfe, die Tierchips müssen auch hin, ja, genau. Trockenfleisch, weiß nicht. Hier auch. Ah, die Butter und so. Hier oben. Nicht mehr Riegel. Trockenfleisch haben wir nicht drin, ne? Ach, da ist das Müsli, guck mal. Ich total übersehen. Kapritze ist auf jeden Fall dann auch hier oben drin. Sonnenblumen. Und hier, ne? Margarine war dann hier. Ja. Auch Leute, macht's mir echt schwer, ja. Und vielleicht. Wenn man jetzt hier unten rein ist, mir egal. Und Chips immer noch. Kiloweise. Und was sollte das hier gewesen sein? Ja, der Kaffee noch hier rein. Orangendimmer war die auch drin, ja. Pause auch, ne? Ja. Wie krass, ey. Viel Fertigzeug. Alkohol hier. Ist der rot? Aber wenn es hier nicht. Oh ne, jetzt ist das auch voll. Das gibt's nicht. Lass ich mir gerne das einfallen. Rotwein hier rein. Naja, kommt der Alkohol zukünftig hier oben rein. Und ich wüsste, die Würzbrücken müssen eigentlich irgendwo, so, und leere Tassen. Und dann hier oben rein. Und weiße Fragen, gehen wir gleich mal raus. Raus. Wie ich noch installiere. Und wir machen den dann ab. Und den ran. Gegen den blauen habe ich im Prinzip nicht mal was, aber ich will es einheitlich haben. Also ab. Und ab. Und weiß. Na, bist du? Ah, ja, hat er gemacht. Komm. Nee, warum nimmt er? Okay, er hat doof, also. Sehr schön. Was für Vorhänge haben wir jetzt noch? Ein Beischen. Ja. Und gut. Na komm. Ich
Map. Oh, das ist immer noch so viel Zeug, Leute. Wo sind wir? Es ist schon wieder eine halbe Stunde rum. Ich muss jetzt an der Stelle leider die Folge schon wieder beenden. Ja, nützt alles nichts. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.